Und die waren auch beim Burgerladen. Ja, Mann. Heute, was geht ab, Leute? Hier? Zweite Chance. Ihr wisst, hat Hatay Dürüm krass gehypt. Hat mich schwer enttäuscht. Wirklich schwer enttäuscht. Der Rap ist durchgematscht. Aber der Hype ist so krass. Jeder sagt, hey, der ist so krass. Er kriegt nochmal eine Chance, weil vielleicht hatte ich einen schlechten Tag. Irgendwas muss da dran sein, dass jeder sagt, hey, der ist so krass. Und das müssen wir herausfinden. Die ist auch am Start. Let's go. Nur den Stand hier. Und das war noch im Aufbau. Das Fleisch war gut letztes Mal. Da habe ich Potenzial gesehen. Also Fleisch war gut letztes Mal, muss ich echt sagen. Schaut mal, wie es bei denen läuft, Leute. Krasse Fläche hier. Alles durch den Hype. Okay, gut ist halt auch schwierig, wenn die Dame ist nett, aber Verständigung ist halt schwierig, ne? So, Leute, wir haben ein Jubiläums-Special. Hatay Dürüm klein kostet 8. Large, was wir haben jetzt, kostet 10,90. Und ich war vor 10 Monaten hier. Seitdem haben die krass ausgebaut. Die hatten davor nur diese Hof, sag ich mal. Und das alles war noch im Umbau. Ich glaube, davor war hier eine Shisha-Bar. Mir ist gerade wieder eingefallen, dass mir ein Krautdagel nicht geschmeckt hat. Und wir wurden nicht gefragt, was wir alles drin haben wollen. Deswegen hoffe ich mal, dass die weniger diesmal reinkommen davon. Ich glaube, das hier. Also das hier mag ich gar nicht. Aber auf jeden Fall das letzte Mal. Der war einfach nass, vollgesogen, zu viel Saft, zu viel Soße, zu viel. Der war wirklich Wasser. Von der Tomate und so. Und das Kraut hat mir nicht geschmeckt. Hätte ich nur das Fleisch allein gehabt, wäre schon geil gewesen, aber so hat es nicht harmoniert. Das war kein gutes Zusammenspiel. Schaut's mal, Leute. Ich muss sagen, einer sieht saftiger aus als der andere. Die mir schon am Meckern. So ein Schmarrn. Schauen wir uns mal an. Das sind wenig scharf. Okay. Ja, das ist deiner, weil meiner ist gar kein scharf. Ja, genau. Das genau. Ist meine, ja. Okay. Das Fleisch schaut schon geil aus. Das Fleisch war auch geil. Hier. Sieht eigentlich echt geil aus. Oh. Oh, okay. Also mir taugt das Kraut jetzt nicht so sehr. Ist auf jeden Fall tausendmal besser als das letzte Mal. Nee, ist auch gut. Aber ich würde das halt, also es macht es nicht schlimmer, aber ich würde es ohne Kraut bestellen zum Beispiel. Kraut ist nicht geil, ja, aber. Du weißt gar nicht, wie viel Kraut beim letzten Mal drin war. Da war alles grün. Also die haben dann gearbeitet, auf jeden Fall. Was hältst du von der Größe? Das ist normal groß eigentlich, ne? Das ist halt ein normaler Dürüm. Jetzt bin ich mal gespannt, was sagst du, Preis-Leistung? Ja. 10,90 ist halt. Für 10,90 kriegt man schon eine Menge andere Sachen. Ja. Ja, Fleisch ist gute Qualität, die ist das. Aber ich esse ihn jetzt halt natürlich für Video und Test-Content und so ein Video drehen. Privat ist er jetzt nicht gut genug, dass ich extra hier fahre, 10,90 zahle, um den zu essen. Aber er ist sehr gut, der ist wirklich sehr gut. Einfach recht im letzten Mal. Das ist wirklich auseinandergefallen, weil das hier sich vollgesungen hat. Und ja, ja.
viel Gramm Fleisch glaubst du ist da drin? Wenn man es jetzt so mit einem Burger vergleichen würde. Also, ich glaube, die tun es ja immer spießweise rein, ne? Mhm. Könnte schon 150 Gramm sein, auf jeden Fall. Vielleicht verschätze ich mich, aber es sieht, ein durchschnittlicher Burger Patty hat ja 100 Gramm und das sieht schon mehr aus als 100 Gramm vor dem Braten. Ein Ticken mehr. Ist extrem lecker. Kann man sich auf jeden Fall nicht beschweren. Fleisch sehr geil. Das Fleisch ist schon top. Genau, das wollte ich auch sagen. Es ist lecker. Wir haben jetzt hier den Vorteil, wir sind jetzt nicht hungrig. Wenn ich Hunger habe. Ja, eins würde mir auch nicht helfen. Richtig, genau. Eins würde mir nicht helfen. Genau. Und du bist ja vielleicht noch mal einen Ticken weniger als ich. Das heißt, du bist ja auch ein erwachsener Mann. Das heißt, ein erwachsener Mann muss hier mindestens 2 Stück reinhauen. Mindestens. Ja, das heißt, man muss auch damit rechnen, du kommst hier mit 2 Dürüm auf jeden Fall mit knapp 22, 23 Euro weg. Korrekt. Wo du halt woanders für den Preis schon 3 kriegst. Oder 4 vielleicht sogar. Ja. 4 ist schon billig, aber ich sag mal, 2-3 kriegst du auf jeden Fall. Da hat er Geld. Aber die positive Kritik vom Geschmack, die ist schon gerechtfertigt. Es schmeckt wirklich gut. Es schmeckt auch gut, ja. Ne? Und die haben. Sind deutlich dezenter geworden mit dem Kraut. Also das Kraut war echt. The fuck? Das ist echt okay, in Ordnung. So, Fazit. Stark gesteigert, muss ich sagen. Ich bin sehr satt. Liegt aber auch daran, dass wir davor ein anderes Video gedreht haben. Heißt aber auch, dass wir satt waren oder nicht hungrig und dementsprechend da ja, wie nennt man das? Strenger bewertet. Genau, ja. Also nee, an sich gut. Sehr solide. Preis-Leistung weiß ich jetzt nicht so. Ist schon. Ist gehoben auf jeden Fall vom Preis her. Ja. Ja. Also, wie du auch vorhin gesagt hattest, wenn man hier in der Gegend ist und hungrig ist und boah, auf jeden Fall, Lust auf sowas hat, kann man das sicher mitnehmen, das ist immer gut. Aber, wie du auch gesagt hast, ich würde jetzt nicht extra herfahren von mir zu Hause. Da habe ich auch andere Optionen. Ja, also. Ja. Also, ihr müsst auch verstehen, wie gehypt dieser Laden in München ist, in der Community. Jeder, boah, hat er gedügelt, hat er gedügelt. Ja, war lecker, aber Hype jetzt nicht wirklich gerechtfertigt. Der gehypteste Dürüm in München. War gut, aber ihr versteht es nicht, weil außer ihr seid Münchner und ihr seid so auf Instagram und Food so unterwegs. In Relation, wie krank der gehypt wird, ist er halt schon overhyped. Ich habe gesehen, Randy G war auch dort. Er sah nicht so begeistert aus, um ehrlich zu sein. Er hat versucht, doch zu retten, gut zu reden. Ja, der schmeckt clean und so. Gut für Vor- oder Nacht-Gym, ja. Aber das war jetzt nichts, was ihn umgehauen hat, gewowt hat. Aber auf jeden Fall besser als bei meinem ersten Besuch. Kann man machen. Ich meine, gleich daneben ist Concept Kitchen. Ich glaube, ich hole mir da lieber einen Smashburger oder ein paar Wings. Aber jeder, wie er mag. Das war's von mir. Wie immer, liken, subscriben, kommentieren. Und Dimi, folgt mir gerne auf Instagram, TikTok und meinem nicht aktiven Zeitkanal der Mine. Serious Business und ciao.